Ja, wollen wir mal Fang den Jogger spielen? Nein. Ist ja ein braver Hund. Bonsai! Joi, heute ist der 10.3. Der 10. März 2011. Es ist Donnerstag, es ist der erste Morgen mit Hund. Da musste jemand auch schon ganz dringend unbedingt pinkeln und ist fast durchgedreht. Also man weiß genau, wann Hunde aufs Klo müssen. Was ganz gut ist. Ja. Die Anna pennt noch ein bisschen, weil war doch ein bisschen aufregend die erste Nacht. Also eigentlich ist er ganz ruhig gewesen. So was das Schlafen oder so angeht, weil sie hat nicht gefiebt oder so, aber er war ein bisschen sehr unruhig und wollte auch nicht unbedingt da schlafen, wo er schlafen sollte. Er hat dann anschließend bei uns im Schlafzimmer tatsächlich auf dem Teppich gelegen. Das müssen wir noch abstellen. Aber das werden wir mit Sicherheit noch hinkriegen. Weil ansonsten ist er ja ein ganz braver. Allerdings hatte ich gestern schon Nasenbluten wegen Ares, weil ja, eine Hundestirn ist doch ein bisschen härter als eine Nase. Weil beim bisschen Spielen, beim Raufen, habe ich mich nach vorne bewegt und er kam mir entgegen mit seiner Stirn und klack, hatte ich sofort Nasenbluten. Dadurch, dass die Luft die Nase innen ein bisschen trocken gemacht hat, ich ein bisschen Schnupfen hatte, hat sofort geblutet. Ja, war aber keine böse Absicht. Danach hat er auch gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Tja, und ich präsentiere. Wir haben es mitgenommen. Endlich was, was ich hier mal in den Nacken klacken kann, wenn er dich sehe, er nimmt es nicht mit. Ja, definitiv. Wir haben einen Labrador-Jagdhund-Mix. Die ganze Zeit die Nase hier auf der Wiese geschnüffelt wie verrückt und anschließend Wasser gesehen und muss da natürlich erstmal rein, ne? Alter, bin ich aber gar nicht hinterher. Weil da ist nämlich noch Eis drauf. Und die Enten haben ihn übrigens gar nicht interessiert. Also so viel Jagdhund ist er dann doch nicht. Genauso wie andere Vögel ihn überhaupt nicht interessieren. Inklusive Hund wieder zu Hause angekommen. Ja, ganz gut gelaufen. Also wer den an der Leine ausgebildet hat, der hat echt einen super Job gemacht. Keine Ahnung, wieso den jemand ausgesetzt hat. Ja, uns sind die Leckerlis ausgegangen. Jetzt müssen wir erstmal vorne vom Tierfutterbedarf neue holen. Außerdem wollen wir mal einen Ball zum Spielen besorgen, weil leider haben wir doch keine Tennisbälle mehr, wie wir dachten. Und außerdem musste der Ares schon wieder pinkeln. Oh, das wird wieder ein Hundevlog. Der Wetterfrösche. Wo bleibt der Regen? Wo bleiben die Regenwolken? Alter, unser Garten, der wird langsam zur Wüste. Alter, das Gras verschwindet, da gibt nur noch Staub. Naja, hat er dann was zum Buddeln. So, und schon wieder unterwegs. Diesmal aber ohne Hund. Ja, ich bin auf dem Weg zu einem Freund von uns. Und da will ich mal gucken, ob ich mit dem nicht irgendwie sowas wie einen Administrationsvertrag abschließen kann. So ähnlich wie mit meinem noch Arbeitgeber. Ja, mal gucken. Außerdem müssen wir unser Samstagsmeeting, unser Samstagstreffen irgendwie umplanen, weil wir ja noch ein bisschen beschäftigt sind. Sonntag das Bowling hat die Anna schon abgesagt, weil wir Sonntag wieder ins Tierheim müssen. Hoffentlich mit einer guten Nachricht. Die Anna wird jetzt auch das Alleinebleiben mal ausprobieren, weil ich bin ja schon weg. Das hat der Hund nicht so mitgekriegt. Spielt jetzt noch ein bisschen mit ihm. Aber mal gucken. Ja, und ich habe es natürlich wieder total super abgepasst. Ich bin ja natürlich zwischen genau zwei Bussen. Das heißt, ich muss noch volle 10 Minuten warten. Jetzt nicht mehr volle, aber ungefähr. Können wir ja mal hoffen, dass der Bus vielleicht zu früh kommt, weil jetzt gerade keiner fährt. Also, Bus schon, aber Leute nicht. Okay, dann muss ich glücklicherweise nur mit der U-Bahn fahren, weil S-Bahn wird noch bestreikt. Also zumindest wird dieser Hund 1 unsere Kondition verbessern. Alter, ich fühle mich jetzt, hätte ich Sport gemacht ohne Ende. Von heute Morgen, gestern Abend und eben. Oh, Alter, streng ganz schön an, ist viele laufen. Merkt man gar nicht, wie wenig man sonst läuft so in einem
sitzenden Beruf. Und vor allem merkt man im Rücken, dass man zu fett ist. Ja, von diesem aufrechten Gehen und nach vorne zieht die Wampe runter. Es gibt voll die Rückenschmerzen so im unteren Bereich. Ja, ist vielleicht alles gar nicht schlecht. Oh, ehrlich, ich bin fertig wie Hund, ohne Scheiß. Jetzt so nach der längeren U-Bahn-Fahrt als Aufstehen. Oh, verdammte Axt. Als wenn ich einen Garten umgegraben hätte. Und ich friere momentan. Könnte aber sein, das liegt daran, dass ich ein bisschen müde werde. Ja, also das ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber wird schon. So, dann mache ich mich wieder auf den Heimweg. Das Wetter hat sich ja ganz schön bezogen. Ist ja nicht mehr so schön. Ja, die Anna hat schon per SMS geschrieben. Die ist mit dem Hund unterwegs, aber schafft es auch nicht mehr, mich unterwegs abzuholen, weil bis ich da bin, ist sie schon wieder zu Hause. Na gut, dann sehen wir mal zu. Jo, dann bin ich von meiner Besprechung wieder zu Hause. Und ich habe in der U-Bahn gerade mit Diana telefoniert. Ehrlich gesagt, diese 3 Tage Test, die so vom Tierheim gemacht werden oder halt die man so macht, sind glaube ich gar nicht schlecht. Weil so was Diana erzählt hat, hat der kleine niedliche Ares wohl vielleicht, das müssen wir jetzt noch die nächsten 1,5 Tage, 2 Tage rausfinden, scheint er so ein paar Probleme mit sich rumzuschleppen, die für uns riesengroß werden könnten. Na, jetzt zum Beispiel so, Diana wollte mit ihm spielen, beziehungsweise er wollte auch mit Diana spielen, wirft den Ball, aber gibt den Ball nicht wieder her und knurrt sie sogar an. Dann war Diana mit ihm Gassi und er hat jeden Hund angemacht. Heute Morgen, als ich mit ihm unterwegs war, hat er bei einem einzigen Randale gemacht und das, weil der andere angefangen hat. Als wir vorhin unterwegs waren, zusammen, hat er, obwohl ich ihn an der Leine hatte, hat er zumindest bei 2 Ballett gemacht. So, dann ist mir aufgefallen, dass er im Prinzip ziemlich auf die Arna fixiert ist. Also ob ich irgendwo hin, rein, rausgehe, ist ihm eigentlich egal. Mich versucht er immer nur, warum auch immer, zu beschwichtigen und ruckzuck gucke ich oder bin ich auf der Erde, liegt er auf dem Rücken. Ja, und hinter die Arna läuft er die ganze Zeit hinterher. Also das heißt, also es kann natürlich sein, dass er nicht alleine bleiben will. Kann sein, dass er voll auf die Arna fixiert ist. Was natürlich ein Problem werden kann, dass er eventuell auch auf mich eifersüchtig wird. Was aber auch sein kann oder erklären würde, warum er mit die Arna an der Leine jeden Hund angebombt hat. Wenn er das bei mir morgen, ich werde morgen früh alleine gehen, auch macht, dann ist er einfach nur rüpelig. Das lässt sich vielleicht abstellen. Ja, und dann müssen wir noch die Sache mit dem Alleinebleiben probieren. Ich meine, sie haben uns ja im Tierheim gesagt, sie wissen nichts genau über den Hund. Er ist eigentlich ein Netter und das kann ich unterschreiben, er ist eigentlich ein Netter. Aber es kann sein, dass er so ein paar Probleme hat. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten.